Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man ein Architekturbild etwas optimiert und aufhübscht. Also ich war hier unterwegs und habe auf einem Bahnhof diese Rolltreppen fotografiert. Es war relativ dunkel, habe mit einem Stativ gearbeitet, eine längere Belichtungszeit genommen, woraufhin diese Rolltreppen selbst eben so unscharf werden, was mir persönlich ganz gut gefällt. Aber hier sind noch ein paar Bereiche, die man noch nachbearbeiten kann. Zunächst möchte ich den Bildausschnitt etwas verändern, und zwar hier unten das Geländer brauche ich nicht und hier oben das brauche ich auch nicht. Also gehe ich auf das Zuschneidewerkzeug und nehme das Verhältnis 16:9 und eigentlich auch schon genau so, wie es mir hier gerade vorgeschlagen wird. Jetzt allerdings bei Architekturbildern ist es besonders wichtig, dass die Linien gerade sind. Also hier unten ist es gerade, hier oben nicht ganz. Dazu kann man den Live-Filter Perspektive nehmen und braucht die Ecke nur ein Stück anfassen und ein kleines Stück nach oben ziehen. Also es ist eine kleine Korrektur, die man mit dem Perspektivfilter gut machen kann. Also ich habe schon bei der Aufnahme mit meiner Kamera in der Kamera eine Einstellung vorgenommen, um den Weißausgleich zu verändern. Also ich habe das Ganze hier schon ein bisschen auf kaltes Licht gestellt, weil dann alles so ein bisschen bläulicher wird, was ich hier ganz passend fand. Und insofern, das möchte ich noch ein bisschen verstärken. Ich wähle dazu eine Anpassungsebene Weißabgleich. Ich kann ja mal zeigen, wie die Situation eigentlich war. Also vermutlich war sie eher so in die Richtung. Ich fand es aber mit dem Blauton ganz gut und das möchte ich jetzt noch verstärken, indem ich das Ganze noch kälter mache. Das ist natürlich eine reine Geschmacksfrage. Manch einem wird es jetzt vielleicht auch nicht gefallen. Aber ich möchte mal den Blauton im ganzen Bild in etwa so haben. Insofern mache ich das jetzt mit diesem Wert. Nun sind mir diese Schattenbereiche hier etwas zu dunkel, also helle ich die auf. Da habe ich mich entschieden für eine Tonwertkorrektur. Verändere jetzt die Tonwerte. Man sieht ja, dass in dem hellen Bereich wenig Informationen sind. Also verändere ich diesen Bereich und achte jetzt aber nur auf den Schatten. So in etwa gefällt mir diese Aufhellung. Da mir der Rest jetzt aber zu hell geworden ist, aktiviere ich nochmal diese Maske, drücke Command und I zum Umkehren der Maske, habe jetzt alles wieder so, wie es war, nehme einen Pinsel mit der Farbe Weiß und male mir jetzt diese veränderten Werte nur dorthin, wo ich es haben möchte. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Damit habe ich jetzt erreicht, dass ich nur den Schatten aufgehellt habe. Von den Schattenbereichen, wo ich meine, man müsste es natürlich ein bisschen ordentlicher machen, wo es heller werden soll. Nun will ich hier diese Blautöne noch etwas verstärken. Und dazu lege ich eine Anpassungsebene HSL an, wähle den blauen Farbton an, achte jetzt nur auf das Blau und ziehe dort die Sättigung ein bisschen hoch. So mit Gefühl nach Augenmaß, wieder eine reine Geschmackssache. Ich würde etwa so weit gehen. Jetzt das gleiche Prozedere. Ich habe ja jetzt alles blauer gemacht, gefällt mir nicht. Also drehe ich die ganze Maske um, nehme mir wieder einen Pinsel, Farbe Weiß und male jetzt die veränderten Blauwerte dort rein, wo ich sie haben möchte, nämlich hier. Eine relativ kleine Veränderung. Man kann das Ganze hier auch noch in den blauen Lichtern machen. Und das reicht mir auch schon. Jetzt würde ich dem Bild insgesamt noch ein bisschen mehr Kontrast geben. Dazu eignen sich die Gradationskurven sehr gut. Und da mache ich dann jetzt, man sieht auch hier schon, die Werte sind nur auf einer Seite, mache ich hier eine ganz leichte S-Kurve. Bisschen den Schatten absenken und ein bisschen das Licht aufhellen, dass ich ein ganz bisschen mehr Kontrast bekomme. Insgesamt ist vielleicht das Bild ein klein bisschen zu dunkel, ein klein bisschen unterbelichtet noch. Das kann ich verändern, indem ich nochmal die Belichtung verändere mit einer Belichtungsanpassung. Da würde ich jetzt vielleicht so eine halbe Blende hochgehen. Was man jetzt noch machen kann, so als letzte Maßnahme,
ein wenig Licht hineinzuzeichnen im Wege von Dodge and Burn. Dazu mache ich mal erst, dass ich eine neue Ebene erstelle, und zwar ein Screenshot aus allen bisherigen Ebenen. Gehe dann auf mein Abwedelwerkzeug, nehme mal eine Deckkraft so um die 30%, weichen Pinsel und fahre mal so ein bisschen über die Bereiche, die ich so ein bisschen interessanter machen möchte. Also ich möchte, das Auge soll ja Richtung Licht gucken. Da kann man ja hier so ein bisschen in Richtung Flucht gucken. Und das wäre schon. Ich kann jetzt noch mal zeigen, was wir alles gemacht haben. Also den Zuschnitt sieht man nicht mehr, sondern nur, wie ich die Perspektive leicht entzerrt habe, den Weißabgleich verändert habe, den Schatten aufgehellt, die Blautöne etwas blauer, mehr Kontraste, eine kleine Aufhellung und am Ende ein klein wenig Dodge and Burn. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.